Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wayfarer. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es wieder um Wayfarer, aber heute wollen wir uns vor allem auf das Dezember AMA konzentrieren, was ziemlich viel an Informationen ist, viel Text. Also haltet euch auf jeden Fall fest. Vorher kurz zur Statistik. Seit dem letzten Video, als ich meine Statistik gezeigt habe, hatte ich 17% auf meinem Upgrade. Mittlerweile bin ich bei 27%. Das heißt, ich habe einen Zuwachs von 10% erreicht und habe 4 Bewertungen seit dem letzten Mal durchgeführt. Also da zieht noch einiges nach. Das ist schon heftig und vor allem dieser lange Zeitraum. Ich habe ja im letzten Video die Statistik gar nicht gezeigt. Und das war ein Video davor und das, ich glaube, dazwischen ist sogar ein Wayfarer-Video ausgefallen. Also, wow, echt krass, wie lang das gehen kann. Bevor wir zum Dezember AMA kommen, möchte ich euch zeigen, dass es sogar noch eine zusätzliche, einen zusätzlichen Beitrag von Niantic gegeben hat. In diesem Beitrag wird viel erzählt, was in diesem Jahr passiert ist. Eine kleine Zusammenfassung, ja. Und auch eine Zusammenfassung, wie es nächstes Jahr weitergehen soll. Also, ja, was da so alles kommt. Also, ihr seht, das Ding ist furchtbar lang. Ich habe das komplett schon durchgelesen und ja, bin am Überlegen, wie ich das jetzt noch einbringen soll, weil das Dezember-AMA schon so lang ist und das hier auch eigentlich recht lang ist. Ich würde vielleicht im nächsten Video einfach das hier nochmal zusammenfassen. Ich denke, so ist es besser, weil ich könnte es jetzt so auf die Schnelle vielleicht nicht zusammenfassen. Was ich vielleicht noch interessant finde, ist hier der erste Teil, der uns beim Dezember-AMA ein bisschen hilft und deswegen möchte ich das gerade nochmal erwähnen. Sie haben uns erzählt, dass wir im letzten Jahr, also diesem Jahr, 138.000 neue Wayfinder in die Community eingetreten sind. Schön. Wenig, ja. Es ist wenig, es ist eine große Zahl, aber es ist wenig für global gesehen. Auf das Globale gesehen ist das sehr wenig. Aber andererseits vielleicht auch gar nicht so doof. Ja, je nachdem. Jetzt wird's richtig interessant. 1,95 Millionen Wayspots genehmigt. Von, und das ist das erste Mal, dass ich von Niantic mal richtige Zahlen sehe, 5,1 Millionen eingereichten Wayspots. Oder Vorschläge, ja, wie ihr es nennen möchtet. Wow, okay. Also man sieht, unter 50% wird auf jeden Fall abgelehnt. Also über 50% der Einreichungen werden abgelehnt. Weil die Hälfte von 5,1 Millionen wäre ja 2,55 Millionen, ne? Also da kommen wir nicht ganz hin mit der Hälfte. Also interessant. Also hier kann man endlich mal ein Verhältnis sehen, weil wie sich das Ganze so auswirkt. Klar, es gibt natürlich viele Leute, die beim allerersten Einreichen irgendwelchen Schrott einreichen, nur um zu gucken, ob das irgendwas bringt. Aber das so häufig ist das, glaube ich, gar nicht. Also 679.000 Änderungen wurden genehmigt von 1,5 Millionen eingereichten Änderungen. Und doch so wenig. Ein Fünftel. Ungefähr ein Fünftel gibt es an Änderungen. Oh, das ist ja süß. 45.000 Wayspot-Berichte genehmigt. Keine Ahnung, was das hier bedeutet. Also das kann ich irgendwie gerade nicht zuordnen. Ich vermute mal, das sind Forumsbeiträge. Aber hundertprozentig weiß es nicht. Gut, ja, das war jetzt erstmal dazu. Den Rest werde ich dann im nächsten Video mal zusammenfassen. Jetzt gehen wir gleich direkt in das AMA rein. Frag mich alles. Und ja, die Fragen kennen wir ja quasi schon und die sind ja auch hier recht kurz gehalten. Von daher passt das ganz gut. Wie sieht der interne Review-Prozess aus, war die Frage. Und tatsächlich wird hier relativ viel beantwortet. Also
ja, wie kommen diese Review-Mitarbeiter dazu, Entscheidungen zu treffen? Wie, also sie werden intensiv geschult, steht hier, und sie kriegen sogar Rekalibrierungssitzungen. Und hier wird jetzt quasi versprochen, dass die Rekalibrierungssitzungen häufiger eingesetzt werden, ja, damit das Team immer richtig gut geschult ist und auch wirklich die Wayfarer-Kriterien 1A können, ja. Das ist im Endeffekt das Interessante, weil klar, ihnen ist bewusst, dass das Team manchmal auch Fehler macht. Und deswegen, wenn es dann zu Fehlern kommt, dass das dann vielleicht öfters diskutiert wird, also ja, durch eine Rekalibrierungssitzung ausgebügelt wird. Interessant. Sehr interessant. Ich kann mir aber halt auch gut vorstellen, die Leute, die das machen, sitzen bestimmt nicht, davon gibt es bestimmt nicht pro Land eine Person. Ja, das ist mein großes Problem zum Beispiel. Jemand in Amerika kann vielleicht nicht unbedingt erkennen, ob unser Wayspot öffentlich ist oder privat ist. Ja, das ist so mein Problem an dieser ganzen Geschichte. Dass das tatsächlich ein bisschen schwieriger ist, als man sich das vorstellt. Aber ja. Wäre natürlich interessant, wenn Sie hier einen deutschen Reviewer haben, der diesen Schulungsprozess durchmacht und aus dem Nähkästchen plaudern würde. Das wäre vielleicht ganz witzig. So, bitte zentralisieren Sie die Kriterien. Da gibt es ja so viele Unterkriterien auf der Seite. Also, ne, wenn man jetzt hier reingeht und man geht auf Hilfe. Auf Kriterien. Das ist ja eigentlich das, wo... Aber man findet auch halt Sachen unter Hilfe irgendwie was, ne? Und dann gibt es halt hier Akzeptanzkriterien, Ablehnkriterien, Inhaltskriterien, Richtlinien. Klar, es wäre vielleicht cool, wenn das alles auf einer Seite wäre. Achso, Zulassungskriterien ja auch noch. Also, da gibt es echt eine Menge. Und das ist ein bisschen durcheinander, sagt der Fragesteller quasi. So, was hat er geantwortet? Danke, dass du das gefragt hast. Dieses Thema möchte ich in dem neuen Jahr angehen. Also, sie wollen da auf jeden Fall was ändern. Ich selbst habe nach besseren Möglichkeiten gesucht, dies auf der Wayfarer-Seite, aber auch in der Wayfarer-Community zu kommunizieren. Für das zentrale Repository befindet sich das im Wayfarer-Bewertungsportal unter den Registerkarte-Kriterien. Wenn wir es hinzufügen, ändern, entfernen und so weiter, wird es aktualisiert und auch in der Community kommuniziert. Okay, also sie wollen da was ändern und wenn sie da was geändert haben, werden sie uns darüber informieren. Schließlich gibt es ja nächstes Jahr den Twitter-Account. Da können sie das dann auch schön verlinken. Es gibt definitiv noch einiges zu tun, um es für alle einfacher zu machen. Bei der Wayfarer-Community habe ich mir überlegt, das Community-Forum so umzugestalten, dass Feedback, Klarstellungen etc. einen entsprechenden Platz haben, aber auch sichtbar und leicht zu finden sind. Da bin ich mal gespannt, wie er das hinkriegen möchte. Da bin ich, auf jeden Fall große Ziele hat der Community-Manager von Wayfarer, ne? Frage 3. Warum braucht ihr AMAs, um brennende Fragen zu beantworten? Ja, das hat der Community-Chef im September 2021 schon mal erwähnt. Das steht auch hier. Er will es erstmal weiter fortführen, weil das anscheinend auch wirklich kommuniziert wird. Also die AMAs werden von vielen Wayfindern gelesen und auch weiter verteilt, weitergeteilt und Informationen dazu ausgetauscht. Ne? Deswegen ist für mich das AMA auch sehr wichtig, weil das eine zentrale Stelle ist, wo ich tatsächlich etwas erfahre. Klar, sie könnten aber auch theoretisch
wie soll ich sagen, in einem bestimmten Zeitraum in den News-Kanal eine bestimmte Frage hinstellen, also zum Beispiel sagen, hey, wir haben festgestellt, hier im Forum wird immer wieder häufig diese Frage gestellt und wir möchten uns jetzt hier zusammenfinden und diese Frage jetzt einmal durchgehen und klären oder so. Das würde auch gehen. Dafür braucht man jetzt kein AMA und dann muss das irgendwie noch abgestimmt werden oder so. Sorry. Ja, aber er wird es ja weiter beobachten, ne, ob das AMA wirklich so weitergeht, aber es sieht eher danach aus, weil es tatsächlich halt eine zentrale Stelle ist, wo dann alle wissen, wo sie dann hingucken müssen. Frage 4. Was wird getan, bestehende Wayspots gegen bestimmte die Frage ist doof gestellt und ich muss sie erst nochmal übersetzen. Also, was wird gegen bestehende Wayspots, die die Kriterien nicht entsprechen, getan? So, geantwortet hat er, daran haben wir uns auch schon Gedanken gemacht und werden weiter daran arbeiten. Ich freue mich darauf, meinen Lehrerhut aufzusetzen und kritisch über bessere Möglichkeiten nachzudenken, wie Forscher neu und erfahrene Möglichkeiten schaffen können, ihr Wissen über Kriterien zu verbessern. Sie haben uns unter anderem beim neuen Onboarding Flow, den Ablehnungsgründen in den E-Mails und so weiter gesehen. Genau, also Niantic arbeitet dran. Aber ob das schon im nächsten Jahr irgendwas kommen kann, eher nicht, würde ich jetzt mal so behaupten. Sie haben dafür noch keine Lösung. Also theoretisch finde ich, man kann ja einen Wayspot als ungültig betiteln im Spiel, ja? Man kann einen Wayspot bearbeiten und sagen, dieser Wayspot ist nicht mehr gültig. Und ich finde, das ist doch schon mal ein Punkt, wo man dann eigentlich genauer hinschauen müsste und dies dann prüfen müsste, ob der Wayspot nun jetzt gültig ist oder nicht. Also auch von den Kriterien her. Aber ja, Niantic hat ja bisher keine Entfernungskriterien gehabt. Doch nur Entfernungskriterien, die aber nicht sagen, hey, wenn das Kriterium nicht mehr stimmt, also wenn es nichts, keine Ahnung, nicht wenn es einfach nur weg ist, sondern wenn es einfach falsch angenommen worden ist, dass es dann halt wieder gelöscht wird. Also eigentlich ist das ja nicht so schwer, ne? Man macht's einfach. Dann müsste man sich halt auch mit den Kriterien auseinandersetzen. Naja, Frage 5. Besteht die Möglichkeit, dass Streams oder Videos von den Niantic-Mitarbeitern, die diesen Überprüfungsprozess durchlaufen, gezeigt werden könnte? Und tatsächlich, Niantic hat hier geantwortet, dass da was kommen wird. Also, wir sollen noch ein bisschen Geduld haben, so 1-2 Monate, aber so wie es aussieht, wird da was richtig Cooles kommen. Krass, oder? Ich bin gespannt. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass die Niantic-Botschafter das dann in die Hand nehmen, statt die internen Niantic-Mitarbeitern. Und wie gesagt, ich würde mir halt auch wünschen, dass das nicht immer nur auf Englisch stattfindet, sondern halt auch in unterschiedlichen Sprachen. Für Englischfaule. Wirklich nur für Englischfaule. Um die Englischfauligkeit noch zu unterstützen, nein. Naja, gut. So, was ist mit den 2- und 4-Sterne-Bewertungen? Was soll man damit eigentlich anfangen? Und das ist eine großartige Frage, wurde hier gesagt. Und im Endeffekt hat Niantic hier gesagt, dass das Bewertungssystem, wie es heute ist, eigentlich gar nicht so gedacht ist. Gedacht war. Dass es eigentlich blöd ist, wie es ist. Und
Niantic will das nächstes Jahr ändern. Ja, also tatsächlich, es steht tatsächlich noch im Raum, dass einige Fragen bei diesem Bewertungsprozess tatsächlich auf das Ja und Nein und wahrscheinlich noch die dritte Option, weiß nicht, vielleicht hinzugefügt wird. Ja, und die Sterne dann einfach verschwinden. Also wird hier nicht mehr erklärt, was man mit 2 und 4 Sternen anfangen soll. Sondern einfach, also klar, das ist das Punktesystem, ne? Aber dennoch, ja, wir werden es ändern. So ist es. Na gut, 7. Frage. Die 3050 Gerüchte, dass nur 5 Leute ablehnen müssen. Und ich würde sagen, die Antwort ist genau so, wie ich es mir gedacht habe. Er hat geschrieben, oder sie haben geschrieben, es bedarf einer unterschiedlichen Anzahl von Bewertungen eines Beitrags, bevor wir uns für die Mehrheitsentscheidung entscheiden. Also es gibt definitiv eine Mehrheit, die den Wayspot abgelehnt hat. Und laut Gerüchten waren das dann nur 5. Ja, nicht jeder Wayfinder, der Bewertungen durchführt, erzählt das auch groß und breit, was er gemacht hat. Ja. Vielleicht liegt das einfach daran. Nur die Leute, die versuchen, das Spiel zu verbessern und wirklich zu gucken, dass jeder Wayspot, der irgendwie in irgendeiner Weise den Kriterien entspricht, ins Spiel kommt, die sind ja dann aktiv im Internet. Würde ich jetzt mal so behaupten, ja. Das könnte jetzt aber auch falsch sein, was ich erzähle. Aber das wäre jetzt so meine Einschätzung. Aber gut, hier in diesem Beitrag gibt es aber auch eigentlich was Interessantes, was hier Niantic geschrieben hat. Ich versuche gerade den richtigen Satz rauszufinden. Es scheint, das eigentliche Problem hier drin besteht, Antworten zu spammen. Und ich finde, das lässt sich tatsächlich auch in der Statistik sehen, ne? Es werden 5,1 Millionen Wayspots eingereicht und nur knapp 2 Millionen werden angenommen. Das heißt, ich würde jetzt mal mich einfach ganz doof aus dem Fenster lehnen und sagen, 50% der Wayfinder auf dieser Plattform spammen ihre Antworten, damit sie ein eigenes Upgrade verdienen. Das ist genau hier die Aussage, was hier steht. Ja, also nicht das, was die Statistik, das habe ich jetzt zusammengeschustert, aber hier steht, das könnte eventuell das Problem sein. Und genau das ist schön zu wissen oder zu hören, dass auch Niantic das als Problem sieht. Ich habe in der Vergangenheit, also ich gehe sogar davon aus, dass es vielleicht sogar Bots gibt, oder man spricht in der Community davon, dass es vielleicht auch Bots gibt, die einfach nur ablehnen. Und die schauen sich natürlich die Fotos nicht an wie ein Mensch und geben halt ganz komische, kuriose Ablehngründe an, wo du dann denkst, jo, ganz bestimmt, das Wandgemälde ist total anstößig und der Spielort ist überhaupt untragbar, dort zu spielen. An einem Spielplatz, wo ein Wandbild ist, so. Ja, das ist ein Beispiel. Aber kann es bestimmt geben. Naja. Jedes Betrugsverfahren erfordert immer einen mehrgleisigen Ansatz. Das heißt, Niantic hat hier noch viel zu tun. Neben Bestrafung möchten wir neue unterhaltsame Möglichkeiten zum Verdienen von Upgrades schaffen, die sie nicht dazu drängen, ihren Weg diesem Upgrade zu spammen. Auch das wollen sie verbessern und das wird noch richtig spannend, was dann nächstes Jahr kommen wird. Ganz neues Rangsystem und so, aber dazu kommen wir bei den Antworten, steht das immer mal wieder dabei. Das ist auch das, was hier quasi drin steht. Was denn nächstes Jahr alles auf uns zukommt. Wahnsinn. Mega geil. Gut. Eine Möglichkeiten zum Bearbeiten von Lightship-POIs. Es gibt die Möglichkeit, dass man einen Wayspot einreicht und dass dieser Wayspot in
Pokémon Go und in Ingress nicht angezeigt wird, ja, weil es einfach den Entfernungskriterien nicht entsprochen hat. Aber trotzdem landet das Ganze ja in einer Datenbank, das ist die Lightship-Datenbank. Und hier wurde gefragt, ob es nicht Möglichkeiten gibt, dann irgendwann diese zu bearbeiten. Und ja, Niantic denkt darüber nach, eine Wayfarer-App zu programmieren, zu veröffentlichen, damit wir dann dies tun können. Wann? Ich glaube, die sind noch ganz am Anfang. Solange sie nicht wirklich angefangen haben, die Wayfarer-App zu programmieren, denke ich, wird da nächstes Jahr nichts kommen. Weil sie haben so viele andere Sachen, also sie haben noch so viel an der Webseite zu tun, dass sie da noch an einer Wayfarer-App noch lange entfernt sind. Vor allem kommt es aber auch drauf an, wie viele Mitarbeiter hier das Wayfarer-Team denn hat, um überhaupt das dann durchzuführen zu können, ja. Und daran liegt es wohl hauptsächlich, das steht aber auch irgendwo hier drin. Dazu kommen wir dann noch. Einspruchssystem. Kann das derzeitige Einspruchsverfahren geändert werden? Diese Frage ist sehr interessant zu beantworten. Um ehrlich zu sein, werden wir es für die nächsten 6 Monate unverändert lassen, bevor wir Änderungen vornehmen. Wir tun dies, um sicherzustellen, dass wir die Dinge richtig machen und aktuelle Prozesszeiten sich stabilisieren können. Wir werden uns unsere eigenen internen Prozesse ansehen und die Leistung des Beschwerdesystems überwachen, bevor wir Verbesserungen vornehmen. Ja, wissen wir Bescheid, ne? Die nächsten 6 Monate bleibt es so, wie es ist. Ich habe aktuell keinen Hinweis darauf, ob man immer noch jeden Tag einen Einspruch einlegen kann oder ob das mittlerweile schon wieder geändert worden ist. Ansonsten könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Neue Wayfarer Challenge, die sich an die ganze Community daran teilnehmen kann. Oder vielleicht andere Wettbewerbe und so weiter. Klar, Niantic möchte das auf jeden Fall machen. Ich glaube, das hatten sie uns eigentlich auch schon gesagt. Das war jetzt nichts Neues. Wir haben uns einige Zeit genommen, um zu überdenken, Wayfarer-Herausforderungen durchzuführen. Wir spielen mit einigen Ideen herum, die unsere Mission der Erkundung in den Mittelpunkt stellen, den Leuten ermöglichen, gesellig zu sein und rauszugehen und zu erkunden. Ja, genau, das ist so eine Sache, wo ich denke, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Also, es klingt so, als wollten sie nur Wayfarer-Challenges machen, die dann wirklich vor Ort stattfinden. Und das sehe ich als kleines Problem, weil wir als Deutsche da jetzt nicht wirklich den großen Vorteil haben, weil ich glaube, dass in Deutschland gibt es ja so abartig viele Wayspots. Sie könnten allerhöchstens ein Bearbeitungsgedöns hier in Deutschland durchführen. Geht nach draußen und bearbeitet eure Wayspots, guckt, dass sie alle ganz genau sitzen und was noch, dass der Titel und die also das halt alles, was an dem Wayspot, was man da so an Daten reingeben kann, dass die Daten alle stimmen und in sich schlüssig sind. Das könnte ich mir allerhöchstens für Deutschland vorstellen. Bin gespannt, weil sie haben wirklich hier geschrieben, bestimmte Städte konzentrieren. Ja, schade. Klingt nicht so das, worauf man eigentlich gehofft hat. Ich hoffe aber an sich, dass das Wayfarer-System sich so krass verändert, dass diese Challenge nebensächlich wird. Dass vielleicht andere Sachen interessanter werden. Wir werden sehen. Frage 11. Berechtigung von Parks ohne traditionelle physische Markierung. Wenn es einen dokumentierten Park gibt, der Park jedoch keine der normalen Wayspot-Objekte aufweist, wäre dieser Punkt dann noch förderlich?
Ja, ist er, Leute, ist hier die Antwort. Worauf jetzt hier geachtet werden soll, dass man ein Foto des Parks so macht, dass man auch erkennt, dass das ein Park ist. Schwierig, ne? Sehr schwierig. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man 2 bis 3 Bänke drauf haben müsste, einen Fußweg und sehr viel von der Umgebung. Das ist sauschwer, aber wie gesagt, wenn der Park dokumentiert ist und du ein Parkfoto vor der Nase hast, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer, den auch anzunehmen. Sehe ich jetzt hier eigentlich wirklich nicht als Problem. So, was hatten wir hier noch was Wichtiges? Versuchen Sie genug von der Serenity aufzunehmen, damit jemand, der auf das jemanden identifizierbar macht, der noch nicht dort war. Ja, damit es halt jeder gut erkennen kann, ja. Versuchen Sie genug von der Serenity. Ja, so, ich bin in der Zeile verrutscht, okay. Beachten Sie, dass wir planen, die Ablehngründe im nächsten Jahr neu zu strukturieren, da einige mit der Aktualisierung der Kriterien vor einem Jahr nicht mehr zutreffen. Zum Beispiel reicht eine Ablehnung nicht mehr aus, nur weil sie generisch ist. Wichtig ist, wie interessant oder relevant es für den Ort ist oder der Ort ist, dass es sich lohnt, Abenteuer zu erleben. Fällt mir dazu ein Beispiel ein? Eigentlich nicht, weil ich sehe, ich bin jemand, der bewertet jeden Wayspot für den Ort und nicht, oh mein Gott, das ist ja jetzt das 100.000. oder 1.000.000. Jesuskreuz, das ich gesehen habe. Nö, jetzt sind sie generisch und sie sind langweilig. Mach ich nicht. Für mich ist jedes Jesuskreuz wichtig. Und nicht, weil der Ort vielleicht schon 5 Kreuze hat, dass er dann deswegen weniger förderlich ist. Eigentlich nicht, aber ich glaube, sowas gibt's einfach nicht. Irgendwann hört's dann mal auf. Es gibt tatsächlich Orte, die haben vielleicht 5 Kreuze, aber dann hört es auch irgendwann auf. Dann haben sie auch nicht mehr. Ja? Also kann ich mir jetzt zumindest nicht vorstellen. Vielleicht gibt es ja wirklich Orte, wo es so viele Kreuze gibt. Aber das kann man ja dann verifizieren, sage ich jetzt mal. Auch sehr interessant, dass es hier dann noch zusätzliche Informationen dazu gegeben hat. Obwohl hier die Frage auf was ganz anderes bezogen war. Änderung des Bonusstandortes häufiger zulassen. Jetzt wird es nochmal richtig interessant, Leute. Niantic möchte wirklich sehr viel ändern und sie möchten mit einem Wayfinder-Ranking-System dafür sorgen, dass man an solche Funktionen dann rankommt. Also eine Funktion, die dafür sorgt, dass man auch andere Sachen bewerten kann, weil man so gut ist, ja. Also wenn man richtig engagiert ist, soll dieses Ranking-System das wiedergeben und man dadurch durch andere Belohnungsmechanismus rankommt oder dass man vielleicht andere Dinge sich verdienen kann. Das, ich finde es Wahnsinn. Ich finde es richtig cool, dass da wirklich was kommt. Also ich bin echt gespannt, wie cool das wird. Ich hoffe, ich schaffe das auch. Ich hoffe, also eigentlich schon. Ich bin ja, ich glaube, liege ich mit meinen Einschätzungen von den Wayspots, liege ich, glaube ich, über 50%. Man kann es halt leider nicht wirklich gut sehen. Weil das Problem ist halt, dass ich früher nicht so gut war. Statistik hier. Das ist ja die insgesamte bewertete Vorschläge, die ich ja mal bearbeitet habe. Und ich habe in der Vergangenheit bestimmt über 50% von den Wayspots immer angenommen. Und habe sie mir vielleicht auch manchmal gar nicht so genau angeguckt. Ich war ein Positivbewerter, ja? Ich war einfach nur ein Positivbewerter und habe das in der Vergangenheit sehr oft falsch gemacht. Jetzt bewerte ich anders und bin besser geworden, aber jetzt kann man mit meiner Gesamtzahl und das, was ich bisher geleistet habe, überhaupt nicht mehr vergleichen. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen
ist es sau schwer zu sagen, wie gut ist meine Bewertung mit der Community. Und deswegen schaue ich mir ja bei jedem Video die Bewertungen an, also die Statistik an, um ungefähr sagen zu können, ja, ich liege vielleicht von meinen Bewertungen immer so 3% daneben. Dann wären wir aber nicht bei 50%, okay. Ist vielleicht einfach, ja, 3% ist jetzt vielleicht total unrealistisch, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, worauf ich hinaus wollte. Hier ist ja ein Knopf. Was macht dieser Knopf da? Wow, es gibt einen Wayfarer-Support-Knopf. Okay, der ist neu. Ein intelligenter Bot-Chat. Ah, nice. Schön, gut. Wo waren wir? Also, 12 hatten wir durch. Ah ja, Frage 13 war ja auch ein sehr interessantes Thema. Warum erhalten gut ausgezeichnete Wayfinder seltene lokale Bewertungen als schlecht ausreichende? Warum ist es so eingestellt, dass gut großartige Wayfinder Mehrheit ihrer Wave-Spots von außerhalb ihres Bereiches erhalten, während schlechte Ausgezeichnete hauptsächlich ihren eigenen Bereich bekommen? Ja, es wird gesagt, das ist eine interessante Idee. Es gibt sicherlich Verbesserungen, die wir bei der Auswahl der Beiträge für Sie zur Überprüfung vornehmen können. Von denen einen oder anderen erwähnt wurde, dass es einen guten, ehrlichen Gutachtern ermöglicht, in trockenen Abstimmungsbereichen außerhalb ihres lokalen Gemeinschaft zu helfen. Es kursieren Ideen rund um den Aufbau eines Ranking-Systems. Hier kommt also das Ranking-System auch wieder zum Vorschein, damit man vielleicht auch Wayspots bekommt, wo einfach noch viel zu wenig Leute bewertet haben. Weil, ich sag mal so, ein richtig guter Wayfinder kann überall bewerten. Theoretisch. Natürlich kann es aber sein, dass er kulturelle Dinge nicht so gut bewertet wie ein lokaler Wayfinder. Theoretisch könnte Niantic das aber auch intern irgendwie regeln, dass jemand, der wirklich von einem Radius von mehreren Kilometern dann weniger Punkte dafür vergeben kann, aber wenigstens zumindest sagen kann, jo, an sich ist das ja ein Wayspot, dass es dann trotzdem als Punkt zählt. Keine Ahnung, sowas in der Richtung halt. So, hatten wir hier noch was Wichtiges, das Ranking-System, bestimmte Entdeckungen in Zugriff bei benutzerdefinierten Möglichkeiten zu ermöglichen. Ja, ich weiß, das klingt total furchtbar, aber an sich kann man sich das schon gut vorstellen, oder? Man erreicht einen bestimmten Rang und dann hat man einfach den Zugriff auf eine Möglichkeit, bei der man dann andere Wayspots bewerten kann und vielleicht das vielleicht sogar auch ein bisschen steuern kann vielleicht, ne? Also, dass man zum Beispiel sagen kann, hey, ich will einfach nur wissen, was gibt es in Deutschland zu bewerten für mich, wo ich helfen kann, ja? Ich hoffe es zumindest, nicht, dass ich dann noch mehr Französische kriege. So, Frage 14. Weitere Erläuterungen zu Ablehnung für nicht visuell einzigartig, nicht historisch-kulturell. Warum wird dies als Ablehnungsgrund aufgeführt, wenn die Bewertung für diese Kategorie die endgültige Entscheidung eines Wayspots nicht beeinflusst? Das ist, glaube ich, die schwierigste Frage tatsächlich in ganzem AMA, weil auch die Antwort, glaube ich, doch so sehr krass verallgemeinert ist, dass ich tatsächlich ein Problem damit habe. Schauen wir uns die Antwort an. Ja, wir werden dies untersuchen und untersuchen, sehr schön übersetzt. Wissen jedoch, dass dies in der Vergangenheit nie gültige Ablehngründe waren. Was soll das heißen?
Das waren nie gültige Ablehngründe. Die Punktzahlen sollten uns helfen, zwischen einem guten, in Ordnung Kandidat, Übungsgerät und einem großartigen Kandidat, Kunst und historische Orte zu unterscheiden. Das klingt ja so wie ein Übungsgerät. Darf ich eigentlich gar nicht historisch-kulturell wertvoll volle Punktzahl geben? So klingt es für mich, aber ich glaube, das kann nicht sein. Und wenn es Kunst oder historisch ist, dann gebe ich wieder die volle Punktzahl. Naja, ich bin froh, wenn sie dann einfach das Sternesystem ein bisschen abändern, das Sternesystem vielleicht sogar abschaffen und tatsächlich dann eindeutig ja, nein, weiß nicht. Ich glaube, das gibt schon dann ganz andere Konstellationen. Wie oben erwähnt, arbeiten wir an einer Versöhnung über das Wayfarer-Bewertungsportal, die Gründe für die Ablehnung von Berichten im Spiel. Also auch die Ablehnkriterien werden überarbeitet. Glaube ich, das sollte das hier heißen. Wie können wir eigentlich Niantics Aufmerksamkeit erregen? Was ist der beste Weg, um auf Probleme aufmerksam zu machen und tatsächlich ein Gespräch darüber zu führen, was da vor sich geht? Das ist eine interessante Frage. Vor allem, es geht wahrscheinlich hier nicht um offensichtliche Fehler, sondern die Fehler, die dann vielleicht nur einen kleinen Teil betreffen, aber tatsächlich vorhanden ist und worüber man vielleicht sprechen sollte, damit Niantic weiß, okay, da gibt es ein Problem, das müssen sie etwas näher durchleuchten. Niantic hat einfach jetzt hier nur geschrieben, schreibt es trotzdem nieder, auch wenn ihr keine Antwort bekommt, Niantic liest es. Das ist so die Grundaussage von dieser Antwort. Mehr kann man dazu, glaube ich, einfach nicht sagen. Also, wenn ihr Probleme habt, dann schreibt es nieder und Niantic wird es lesen. So, Bonusfrage zum Jahresende. Sie haben sich ja noch eine Frage ausgesucht. Ich bin sehr darüber enttäuscht, dass die Friedhofsfrage gar nicht aufgetaucht ist. Zu der Friedhofsfrage, also zu der AMA-Frage zum Thema Friedhof, muss ich auf jeden Fall nochmal eine Korrektur vornehmen, weil ich von etwas anderem ausgegangen bin. Also da muss ich euch auf jeden Fall nochmal etwas zeigen. Und ich finde es schade, dass sie es halt nicht beantwortet haben, weil dann kann ich nur drüber spekulieren. Aber es gibt definitiv Hinweise, dass es anders zu scheinen sein, anders ist, als ich gedacht hatte. Und das werde ich im nächsten Video versuchen, dann noch nachzureichen, weil, wie gesagt, wir haben ja einiges vor uns, ne? Wir haben ja dieses lange Ding hier noch vor uns und dann kann ich vielleicht zum Thema Friedhöfen nochmal eingehen. Mensch, bin gespannt, was mit meinem Upgrade-Prozenten passiert, wenn ich jetzt immer noch nicht weiter bewerte. Aber vielleicht habe ich ja doch, ich glaube, wenn ich auf der Couch liege und meinen dicken Bauch in die Luft strecke, weil ich zu viel Weihnachtsessen gefuttert habe, werde ich bestimmt mal auf die Wayfarer-Seite gehen und einfach mal ein paar Bewertungen durchführen, weil das kann man ganz gut machen, besser als in der Go-Kampf-Liga zu zocken, weil in der Go-Kampf-Liga, da muss man sich ja konzentrieren und dann kann man Gespräche von der Verwandtschaft nicht so gut mithören, als wenn man einfach nur auf eine Webseite so ein bisschen runterscrollt und ein paar Sternchen gibt. Beispielsmäßig. Ja, okay. Ich schweife viel zu weit aus. Wow, das ist ein langes Video. Sorry dafür. Deaktivieren Sie alle Beitragsfunktionen, bevor Sie den Wayfarer-Test abschließen. Planen Sie immer noch, das so zu ändern, wie die neue Benutzer in der Beitragsfunktion im Spiel zugreifen können? Das wollen Sie. Das heißt, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Also die Grundaussage von dieser Antwort war, Niantic möchte, dass jeder Spieler, auch ohne dass er das Level erreicht hat, das bestimmte Level in Pokémon Go, dass sie die Möglichkeit haben, am Wayfarer-Prozess teilzunehmen. Es ist schließlich ein Lernprozess. Man kann nicht von Anfang an gleich alles wissen.
Wenn man sich aber wirklich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dann informiert man sich ja vorher und kann auch diesen Wayfarer-Test bestehen. Und man kann ihn ja sogar wiederholen. Und dass man dann im Wayfarer sich dann halt die Punkte verdient, um auch ein vollwertiger Wayfarer zu sein, ohne dass man in Pokémon Go Level 40 ist. Level 38, sorry. Also von daher interessant. Sehr, sehr interessant. Ich meine, sie fangen mit dem Thema sogar relativ früh an. Das ist jetzt nicht so weit in der Zukunft. Das wird nächstes Jahr wahrscheinlich auf jeden Fall kommen. Allein, weil hier schon wieder Rang im Spiel ist, weil das Rangsystem soll wohl nächstes Jahr kommen. Ich bin super gespannt auf das Rangsystem. Ich hoffe, ich kann dadurch meine Leistung, die ich aktuell in Wayfarer leiste, tatsächlich dann auch sehen und euch auch zeigen, was ich toll finden würde, ja. Wirklich, also ich bin zwar innerlich immer ein absoluter Positivbewerter, und ein Positivbewerter bedeutet einfach, alles, was er sieht, wird er am liebsten annehmen. Und da versuche ich ja trotzdem fair zu bleiben und wirklich nach den Kriterien zu bewerten, muss ich ja auch. Wenn ich das nicht tue, kann Niantic da natürlich einen Strick draus drehen. Ne? Also wenn man wirklich versucht, das System zu missbrauchen, dann wird Niantic euch irgendwann bestimmt finden und dann entsprechend handeln. Und das kann auch Entzug des Kontos sein, dass ihr kein Wayfarer-Konto mehr habt. Wird natürlich interessant. Aber ja, ich denke, es wird auch in der Zukunft weiterhin so sein, dass das Wayfarer-Konto auch auf euer Spielkonto verknüpft ist. Aber auch das ist noch nicht erledigt. Das wird auch erst bald kommen. Irgendwann steht hier nur noch Chaos Lady, weil das meine eigentliche Niantic-ID ist, die ich mir reserviert habe. Ja, ich würde sagen, wenn euch langweilig ist, wisst ihr Bescheid, was ihr zu tun habt, wie ihr eure Zeit verplempern könnt. Nein, wie ihr eure Zeit sinnvoll nutzen könnt, falls ihr nicht nach draußen gehen könnt oder es draußen vielleicht zu kalt ist. Und ich kann euch nur sagen, das Beste ist, Wayfarer an, Bewertungen durchführen und Handy schütteln, damit ihr trotzdem noch Kilometer macht und dann wenigstens ein paar Eier ausbrüten könnt. Ich finde, das ist die beste Lösung, wenn man nicht nach draußen gehen kann. Mann, jetzt reicht's aber mal. Ich komme auch nicht zum Schluss hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch.